So, weiter geht es mit Death of Glory Kapitel 6. Wir haben hier 3988 Goldstücke. Mehr wie genug. Und wir kaufen uns jetzt ein paar neue Einheiten. Aber nur ein paar. Darunter sind zum Beispiel jetzt vier Schwertkämpfer zu finden. Acht Bogenschützen für Cyrano. Vier schwarze Mönche für unseren Eremiter sollten reichen. Ebenso vier Jäger für unseren Beretar. Und natürlich wieder acht Amazonen. Okay, wieder? Nö, zum ersten Mal acht Amazonen für die Nyana. Dann rüsten wir Nyana aus. Sie bekommt das Magieschwert. Und den Silberdolch. Während Cyrano das behält, was er hat, und ich glaube, man kann es gleich so lassen. So. Dann fangen wir direkt an mit Kapitel 6, das Schloss der Verdammnis. Am Ende dieses Tages werden wir wissen, wem der Sieg gehört. Aufgabe: Der Statthalter muss besiegt werden. Verloren: Tod von Raven, Amitas oder Nyana. Es sieht so aus, als ob wir erwartet werden. Allerdings anders als erhofft. Haltet die Waffen bereit und seid auf der Hut. Wir können uns keine weiteren Verluste erlauben. Ich übernehme die Flankensicherung. Hier stimmt etwas nicht. Sichere lieber deine eigene Flanke und komm uns nicht in die Quere. Ich trau dir nicht, Kamerad. Wenn es zum Kampf kommt, dann eliminiert zuerst die Einheiten auf dem Eingangsfort. Wir werden sonst im Kreuzfeuer aufgerieben. Wie lauten die Befehle, Herr? Wir sollen sie so lange aufhalten, wie es irgend geht. Der Meister muss die Fallen noch vorbereiten. So, den Anfang machen Nyana mit ihrer Amazonin und Amitas. Amitas mit seinen Ninja-Mönchen oder schwarze Mönche. Wie komme ich denn eigentlich immer auf Ninja-Mönche? Ich habe früher immer einen anderen Pfad für den Zauberer genommen und da hat er halt Ninja-Mönche gehabt. Die waren gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Die hatten es auch ziemlich drauf. Ja, 14 Punkte hat sie. Cyrano, wie viel hast du? Okay, du brauchst bloß noch 14, das ist gut. Die schwarzen Mönche haben 21 Angriff und 16 Verteidigung. Was gar nicht so schlecht ist. Ich denke, ich kann jetzt auch schon die Runde erstmal beenden.
Was hier wirklich positiv ist, die Gegner kommen nicht auf mich zu. Ich muss auf die zugehen. Und wenn ich dann einmal auf der Mauer bin, dann kommen die natürlich schon auf mich zu, aber die kommen nicht von den Mauern runter. So sind meine Überlebenschancen einigermaßen besser als, naja, wenn sie auf mich zukommen. Und dann eine Einheit nach der anderen natürlich ausschalten. Das größte Problem hier ist eben, es sind so gut wie alles Einheiten, die Fernkämpfer sind. Und eben durch die Mauer haben sie plus 3 oder durch den Turm eben plus 4 Geländeboni. Und das geht mir halt gewaltig auf den Strich. Hätte besser sein können, aber ich möchte mal nicht meckern. Und schon geht das Gespeichere hier los. Genau deswegen. Normalerweise machen die immer 4 bis 5 weg. Aber heute scheint sie mich wieder mal ärgern zu wollen. Ach, wisst ihr was? Leckt mich. Ich mache euch schon so und so irgendwie platt. Oh mein Gott, ja, die Sau konnte ja zaubern. Vergesse ich immer. Und dann passiert sowas.
Gut, du kannst nicht mehr zaubern. Okay, das läuft schon ziemlich scheiße jetzt am Anfang. Das regt mich auf. Ach Leute. Haut sie halt komplett weg. Na also. Damit kann ich leben. Damit nicht. Dass mir niemand von der Stelle weicht. Wir halten die Stellung bis zum letzten Mann und bis zum letzten Blutstropfen. Oh ja. Du bist eh in Kürze weg.
schlecht. Eigentlich wollte ich jetzt am Anfang hier nicht so viele Amazonen verlieren, aber naja. Okay. Leute, ihr kotzt mich hier an. Das gibt es doch nicht. Muss ich mich jetzt echt aufregen wegen nichts, oder? Na also. Warum war mir das jetzt so klar? Verdammt! Fahrt zur Hölle, hoffentlich ersauft ihr wie die Ratten. Nyana bekommt 25 Punkte, 125 Gold. Thank you.
kämpfen. So, jetzt kann ich hier erstmal alle meine Einheiten reinbringen.